Ja, also wie man sieht, sieht man mich wieder nicht wegen Gegenlicht, aber ich bin wieder unterwegs. Habe mich aufgerafft, jetzt ein Ende doch noch sehr schweren Herzens. Da kamen nämlich jetzt sogar noch zwei Deutsche. Ich hätte also sogar noch Menschen gehabt zum Quatschen. Und ein anderes Pärchen, was hier so rumschleicht. Hier ist jetzt gerade der zentrale Hotspot. Da trifft sich jetzt alles, was irgendwie im Fjell unterwegs ist. Aber noch ein anderes Pärchen, was da so rumschleicht, sind auch Deutsche. Also, Memo an mich. In Zukunft, hey, sagen, was wohl Hallo heißt. Ne? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das korrekt ausspreche. Das wusste ich noch, habe ich noch nie rausgefunden. Ich war ja schon ein paar Mal in Schweden, aber irgendwann mache ich dann doch mal einen Sprachkurs. Ja, jedenfalls, ihr könnt eigentlich mal woanders hinfilmen. Dann seht ihr, was für eine Landschaft. Ihr seht, karge Landschaft. Toll, nicht? Naja, was ich sagen wollte, bin wieder unterwegs und das fällt mir jetzt extra schwer, weil ich jetzt sogar Deutsche da gehabt hätte. Ach ja, nur die Harten kommen in den Garten und ich bin heute echt noch nicht weit gelaufen. Das kann ich meinem Gewissen nicht antun. Und außerdem muss ich ja auch irgendwann mal ankommen. Wenn man immer nur stehen bleibt und Pause macht, kommt man halt nicht an. So, weiter geht's. Also jetzt mal abgesehen von dem Sauerstoff und dem Wasser, stelle ich mir ungefähr so dann doch den Mond vor. Oder den Mars oder so ähnlich. Ich näher mich dem höchsten Punkt des Kungsleden. Da sieht es entsprechend aus, vegetationstechnisch. Tatsächlich gibt es hier bloß noch so ein paar ganz futzelige, kleine, angepasste Spezialarten. Und sonst nicht mehr viel. Flechten natürlich. Flechten gehen fast immer. Aber das ist jetzt wirklich mau, was hier noch an Vegetation zu finden ist. Selbst Gras gibt es keins mehr. Meld mich wieder vom Gipfel. Wenn ich da noch lebe, heißt das. Damit keiner sagen kann, ich hätte übertrieben. Das hier, das ist der Kungsleden. Das da, ja? Also, nur fürs Protokoll. Also hier ist eine gute Stelle, um das Konzept des sogenannten Überraschungshorizonts zu erklären. Ein Überraschungshorizont ist ein Punkt in der Ferne, der schwer zu erreichen ist. Das geht hier nämlich scheiße steil hoch. Auch wenn das auf der Kamera immer nicht so steil aussieht. Und an dem man nicht weiß, was dahinter ist. Ist dahinter der Gipfel oder etwa noch mehr Berg? Das ist immer besonders schön, diese Dinger. Ich mag die. Die sind so richtig motivierend. Aber dafür gibt's hier Aussicht. Also, Zeit für ein paar Tipps fürs Leben. Wenn der Chef nervt oder die Frau oder irgendwer anders, einfach mal eben hier hochkommen und schon hat man andere Sorgen.
So, bleibe ich jetzt hier, also da, oder gehe ich jetzt noch da runter und suche mir irgendwo da ein Plätzchen. Hier wäre halt ein Platz mit unendlich toller Aussicht, aber hier ist auch noch ein bisschen mehr Wind als unten. Wind unten garantiert auch noch einen Platz. Und was mich noch stört, hier gibt es kein Wasser. Wäre also auch nicht schlecht, wenn ich in der Nähe von Wasser wäre. Also vernünftiges Wasser. Tümpel gibt's ja auch. Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ist auch noch nicht so spät. Halbe Stunde oder was laufe ich noch? Jetzt mache ich erst ein bisschen Pause. Also möglicherweise hier oder vielleicht auch da irgendwo wird der Ben sein Zelt aufbauen. Denn hier hat er diese gigantomanische Aussicht. Die gefällt ihm sehr. Und Wasserversorgung stellt offensichtlich auch kein Problem dar. Den See habe ich gerade eben probiert, der schmeckt hervorragend. Mir ist gerade eingefallen, dass ihr mein Koch-Setup noch gar nicht kennt. Also Bushbox, also die normale, nicht die XL oder LF oder was auch immer, sondern die normale, okay, aus Titan, ich hatte noch mal zu viel Geld. Windschutz zum Drumherum machen, den habe ich diesmal jetzt nur auf einer Seite, der geht auch ganz rum, weil das Ganze steht hier in einem Loch, ne? Also das ist schon sehr gut windgeschützt. Ja, und da mein Essen im Wesentlichen daraus besteht, dass ich irgendein heißes Wasser in irgendwas reinkippe, habe ich halt eben den Wasserkessel primär zum heißes Wasser produzieren. Und da drin brennt fröhlich vor sich hin der Trangia. Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Zeige ich irgendwann dann nochmal anders, wenn es nicht im Loch steht. Beziehungsweise wie ich es anzünde und so weiter. Gibt es auch mal irgendwann. Aber das ist jeden Abend dasselbe eigentlich. Gibt's Jägertopf mit Rindfleisch und Nudeln, Försterin. Herzlichen Gruß an meine Försterin zu Hause. Ja, also sie weiß, wer gemeint ist, denke ich. Jetzt komme ich auch mal dazu, meine Zeltwäscheleine einzusetzen. Also ich habe gestern Nacht festgestellt, dass meine Softshelljacke, die ich hier im Innenzelt hatte, doch sehr schnell getrocknet ist, während das nasse Zeug, was im Außenzelt war, nicht so. Wobei das auch nicht so notwendig war, das waren nur Regenklamotten, die trocknen unter jeden Bedingungen, also meine tollen zumindest. Aber ja, ich hoffe also, abgesehen davon, dass es für ein gewisses Aroma sorgt, dass die Aktion hier was bringt. Ich nehme heute Nacht auch noch zwei Socken mit in den Schlafsack. Also ein Paar muss wirklich trocken sein. Das andere, das wäre schön, wenn das noch trocknet über Nacht, aber ein Paar muss. Mal gucken. Also Dinge, die morgens dann halt irgendwann mal anstehen, weshalb ich dann immer spät loskomme. Man muss Füße verarzten, man muss Schuhe noch versuchen, etwas trockener zu kriegen. Generell versuchen, irgendwas trocken zu bekommen. Es ist jetzt übrigens der 5. Tag gerade angebrochen. Hab gestern keine Lust mehr gehabt, noch ein großartiges Abendfazit zu ziehen. Das meiste hatte ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Ja, ich mache halt immer einfach so, wie ich Lust habe. Und jetzt haben wir es kurz nach 9, also ganz, ganz kurz nach 9, 9.03 Uhr oder sowas. Und ich bin jetzt gerade dabei. Och nö, jetzt regnet's. Na toll, jetzt habe ich gerade alles draußen so schön hingelegt. Dann sammle ich es mal wieder ein.